Einen wunderschönen guten Tag, willkommen auf dem Trader Live Kanal. Vielen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In diesem Video erfährst du die drei größten Trading-Fehler und wie du diese vermeiden kannst. Gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben und lass da ein Abo da. Ich möchte hier auf die 1000 Abonnenten zugehen und deswegen wäre das ein sehr, sehr cooles Ziel und ihr könnt mich auf jeden Fall unterstützen dabei. Wir fangen auch bei dem ersten Punkt an und das wäre schon die Brokerwahl. Ich sage auch immer den meisten Leuten Achtung bei der Brokerwahl. Warum? Ein Broker ist so wichtig zu wählen. Und zwar ist ein Broker ähnlich wie ein Girokonto, sage ich jetzt mal. Warum? Wenn man mal zu einem Broker gegangen ist, den möchte man am liebsten gar nicht mehr wechseln. Ja, das hat natürlich sehr viele Gründe. Ja, ein Grund kann sein die Bequemlichkeit. Ja, man hat so viele Formulare ausgefüllt und dann hat man einfach keine Lust mehr zu wechseln, obwohl man eigentlich weiß, dass zum Beispiel ein anderes Konto günstiger ist. Ja, und ich finde, ein Broker sollte die beste Gebührenstruktur haben, natürlich die besten Features und so weiter, weil wenn ihr bei irgendeinem random Broker handelt, ja, es gibt tausende Broker da draußen, es sind sogar teilweise viele Scam, also viele schwarze Schafe gibt es teilweise auch darunter, dann müsst ihr wirklich enorm aufpassen. Ich natürlich empfehle auch Broker in meiner Videobeschreibung, ich stehe 100% hinter diesen Brokern, deswegen empfehle ich wirklich nur zwei Broker. Ein Aktienbroker und ein Forex und ein CFD-Broker. Jetzt nochmal Werbung hier an dieser Stelle. Ja? Aber was ich euch, sage ich mal, sagen wollte einfach damit. Ihr müsst bei der Brokerwahl enorm aufpassen. Schaut auf die Gebührenstruktur. Schaut, ob da versteckte Kosten wirklich sind. Es gibt sowas wie Inaktivitätsgebühren. Selbst sowas gibt es ja, bei verschiedenen Brokern. Und es gibt einen Highlight-Broker. Ich möchte auch keinen Namen nennen. Der hat beispielsweise, wenn ihr einen Monat nicht tradet, ja, dann berechnet er, glaube ich, 200 Euro Inaktivitätsgebühr und diese steigt dann irgendwann auf 500 Euro, wenn nicht mehr. Also das ist unglaublich, was da drin stand. Und da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Ja? Inaktivitätsgebühren ist ein sehr, sehr großer Punkt. Und natürlich, es gibt auch den Spread. Ja? Ihr müsst auch auf den Spread aufpassen, wenn der Spread enorm groß ist. Zum Beispiel ein 2-3-Punkte-Spread bei dem DAX ist zum Beispiel viel zu viel. Das kann ich euch sagen, das ist viel zu viel. Mittlerweile ist der Standard wirklich ein Punkte-Spread, wenn nicht sogar weniger. Und ich empfehle einen True-ECN-Broker, das ist ja sowieso mittlerweile fast schon Standard, dass man lieber zu einem True-ECN-Broker geht. Da könnt ihr euch auch ein bisschen reinlesen, warum man dahin gehen sollte und nicht zu einem typischen Market-Maker-Broker. Genau, also das ist natürlich ein großer Hauptpunkt. Achtung bei der Brokerwahl. Und ich kann euch sagen, wechselt lieber den Broker. Ja, wenn ihr nicht den Broker wechselt, dann werdet ihr immer mit hohen Gebühren traden und hohe Gebühren. Ja, die sind auf Dauer sehr teuer. Ja, und das spiegelt sich in der Performance. Und wenn ihr da direkt schon einen Trade setzt und ihr seid schon so stark im Minus, weil ihr ja noch die Gebühren einholen müsst, dann ist das eher suboptimal. Und deswegen kann ich euch immer sagen, ihr müsst aus der Komfortzone rauskommen und einfach mal den Broker wechseln. Ja, ob das jetzt ein Broker aus meiner Videobeschreibung ist oder irgendein anderer Broker, vergleicht das einfach mal selber. Aber wie gesagt, ich habe so viele Broker getestet und bin einfach bei meinen Brokern hängen geblieben und ich finde die einfach enorm stark. Ja, genau. Punkt Nummer zwei ist das sogenannte Chancen-Risiko-Verhältnis. Ja, es gibt so viele Leute, die könnten traden. Ja, also die könnten traden, aber haben einfach kein richtiges Chancen-Risiko-Verhältnis. Und dieses Chancen-Risiko-Verhältnis ist enorm wichtig. Ich persönlich sage immer, sei immer über 1 zu 2. Ja, wenn ich höre, 1 zu 3 ist immer ein klasse Chancen-Risiko-Verhältnis. Warum? Was heißt auch das Ganze? Wir möchten beispielsweise 1 Euro riskieren und möchten dafür 3 Euro haben. Das wäre ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 1 zu 3. Wir riskieren 1 und möchten dafür 3 haben. Und so muss das ganze Spiel auch laufen. Das ist auch nach der Mathematik, ist es natürlich auch enorm wichtig, um so profitabel zu werden. Ich habe auch hierzu ein Video, ja, das blende ich auch hier nochmal ein. Das heißt, wie wird man ein profitabler Trader? Da ist dieses Chancen-Risiko-Verhältnis aufgelistet, warum das Ganze auch so wichtig ist. Ja, in einer schönen Tabelle nochmal aufgeführt. Weil wenn ihr beispielsweise immer nur 1 zu 1 tradet, oder einfach die Gewinne so schnell wie möglich nimmt, ja, dann wird es irgendwann einen sehr großen Verlust geben, der einfach eure Gewinne zunichte macht. Ja, wenn die Gewinne immer klein sind und die Verluste groß, das macht überhaupt keinen Sinn auf Dauer. Deswegen ein striktes Chancen-Risiko-Verhältnis ist enorm wichtig.
Ja, also das ist schon mal der wichtigste Punkt, finde ich auch in diesem Video, wie man einfach profitabel wird. Und jetzt gibt es natürlich eben Leute, die sagen, hey, ich habe eine 70-prozentige Winrate, ich habe eine 80-prozentige Winrate, ich brauche kein großes Chancen-Risiko-Verhältnis, ich skalp mir einfach ein paar Trades. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr das immer macht, ja, kleine Gewinne mitnehmen, da habt ihr natürlich eine schöne Winrate, ja, aber es wird dann immer irgendein Verlust kommen. Und da bin ich mir sicher, weil ich habe selber solche Strategien gehandelt, der wird eure Gewinne zunichte machen, ja. Und deswegen bin ich der Meinung, sollte auch dieses Risikomanagement einfach schön gewählt sein, ja. Beispielsweise, was ich auch immer gerne empfehle, nehmen wir an, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, 500 € Verlust und ihr wollt immer 1.500 € Gewinn machen. Ja, finde ich ein gutes Beispiel. Und ihr dürft nicht über 500 € Verlust kommen. Ihr müsst wirklich konstant sein und diese Konstantheit macht wirklich euch erfolgreich. Wenn ihr das nicht beherzigt und das auch nicht einhält, ja, dann werdet ihr so niemals weiterkommen. Ich finde, alle Leute, die wirklich große Konten traden, auch viele große Prop-Trader, die haben ein wirklich gutes Chancen-Risiko-Verhältnis, wirklich dauerhaft. Es gibt auch beispielsweise, ich vertrete ja immer gerne FTMO, immer in meinen Videos, da könnt ihr auch die Trader mal anschauen. Jeder, der die Change oder die Verifizierungsphase geschafft hat in der Regel oder ein Founded-Konto hat, die haben in der Regel ein großes Chancen-Risiko-Verhältnis. Natürlich gibt es Trader, die haben da eine 70-80-prozentige Winrate und haben ein kleines Chancen-Risiko-Verhältnis, beziehungsweise so gut wie kein Chancen-Risiko-Verhältnis, was irgendwie annähernd im Plusbereich ist, ja. Machen zwar auch Gewinn, aber davon gibt es immer viel mehr, die eher daran scheitern. Ja, und das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Beherzigt das Ganze, ja, baut das in eure Strategie ein. Mir persönlich ist egal, wie ihr tradet. Ich möchte einfach nur meine Erfahrung mitteilen und meine Erfahrung ist eher negativ, wenn das Chancen-Risiko-Verhältnis nicht positiv ausfällt. Genau. Das nochmal zum Thema Chancen-Risiko-Verhältnis. Dann gehen wir auch zum dritten Punkt und das ist natürlich auch ein heißer Punkt, der eigentlich mit dem Chancen-Risiko-Verhältnis zusammenhängt. Und zwar ist es, ihr tradet ohne Strategie. Ja, wenn ihr keine Strategie habt, ja, dann wird es auch nichts. Ja, das ist in jedem Business ist es so, wenn ihr keinen Businessplan zur Verfügung habt und beispielsweise ihr wollt einfach mal eine Bar eröffnen, ja, ihr wollt eine Bar aufmachen und ihr habt nicht mal einen Businessplan dahinter, ja, was für einen Umsatz möchtet ihr am Jahresende erreichen, beispielsweise im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im fünften Jahr, ja, dann wird es auch nichts. Und ihr braucht einfach eine Strategie, auch an der Börse, ja, am Markt braucht ihr einfach eine Strategie. Wenn ihr keine Strategie habt, dann tradet ihr einfach blind. Ja, ihr macht den PC an, ihr öffnet eure Trading-Plattform, eure Handelsplattform und dann geht ihr einfach da rein, da raus. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ihr müsst im Vorfeld schon eine handfeste Strategie haben und diese Strategie müsst ihr auch gebacktestet haben. Ja, was heißt das Ganze? Ihr müsst das Ganze monatelang am besten getestet haben, damit diese Strategie profitabel ist. Und dann könnt ihr das auch auswerten. Nehmen wir an, ihr habt eine Strategie über 6 Monate lang getestet und von diesen 6 Monaten ist ein Monat schlecht und die anderen 5 Monate sind profitabel, dann ist es auf jeden Fall eine mega gute Strategie, welche ihr fortführen könnt. Und so müsst ihr das Ganze eben auswerten. Aber wenn ihr irgendwie blind an den Markt geht und ihr habt überhaupt keine Ahnung mit einer Strategie, und habt diese noch gar nicht ausgewertet, dann wird das Ganze auch wahrscheinlich nichts werden. Und das ist doch ähnlich, wie wenn ihr euren Führerschein macht beim Auto und ihr geht einfach zur Praxisprüfung und habt davor nichts gelernt, nichts getestet und seid davor noch gar nicht Auto gefahren. Okay, das ist ein bisschen ein weit hergeholtes Beispiel. Aber ich glaube, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ja? Ihr braucht eine handfeste Strategie und die müsst ihr gnadenlos abarbeiten. Wirklich, das ist so ein Hauptpunkt. Ich zum Beispiel, ich habe wirklich so ein Blatt, wo meine Strategie draufsteht und das lese ich mir eigentlich täglich nochmal durch. Wirklich, das ist so ein Blatt und das lese ich mir durch. Da stehen gewisse Regeln drauf und das tue ich immer abarbeiten. Wirklich, ihr müsst Konstantheit in den Markt einfach bringen. Ja, das ist einfach so wichtig. Ja, Konstantheit macht Erfolg aus und das ist in jedem Business so und im Trading-Business ist das, glaube ich, das Wichtigste. So, was für eine Strategie wollt ihr denn fahren? Ich kann das gar nicht beantworten. Wenn ihr eine Strategie gefunden habt, ja, welche funktioniert, dann könnt ihr diese fahren.
ob das jetzt eine Strategie mit dem Volumenprofil ist oder mit dem Orderbuch, ja, oder mit dem Kerzenchart, das ist vollkommen egal. Wenn eine Strategie funktioniert, dann funktioniert die in der Regel ziemlich lang. Das kann ich euch sagen. Nur ihr müsst euch einfach daran halten und dann funktioniert das Trading. So, das war's auch in diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst gerne nochmal ein Like da. Würde mich auf jeden Fall supporten. Viel Spaß und man sieht sich im nächsten Video. Viel Erfolg!